Hallo und willkommen zurück zu Lego Fortnite. Wir sind am Rande der Verzweiflung. Ach nee, stimmt gar nicht. Wir sind am Rande der Wüste und müssen da jetzt noch ein paar Ressourcen sammeln. Dann wollen wir mal wieder reingehen. Hier sind Kühe. Kann ich die streicheln für Milch? Ich denke mal. Ja, gib mir all dein Eutersaft. Na, da ist er ja. Perfekt verpackt im Tetrapack. Du wirst auch noch lieb gehabt, du Kuh. Ja, da ist sie glücklich. Da freut sich jemand. So, einmal zu viel gedreht. Schon vergessen, wo die Wüste ist. Paar Himbeeren können nicht schaden. So, und irgendwo habe ich gehört, dass es schönes Harz oder wie auch immer es heißt, in der Wüste geben muss. Oh, hier ist gleich ein Feind. Den müsste man natürlich zuerst ausschalten. Mach kaputt, was dich kaputt machen will. Na? Au. Lang kein Lego Fortnite mehr gespielt, deswegen müsst ihr mal verzeihen, wenn die Kämpfe wieder ein bisschen schlechter werden. Da komme ich schon wieder rein. So, wäre die Frage, ist es Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang? Sonnenaufgang wäre natürlich Premium. Sonnenuntergang, da sehe ich dann nichts mehr in einer Weile. Und das werden wir rausfinden. Hier ist ein Kaktus, dem man keinem nichts antun kann. Oh, was ist denn das für ein Baum? Ein ganz normaler. Haben wir das auch rausgefunden. Dann wird es auch ein ganz normaler Stein sein. Das ist so ein ganz normales Tumbleweed. Und ich glaube, da haben wir noch nicht gelootet. Aber es kann sein, dass Feinde da sind. Na, ich glaube, ich sehe schon welche. Wollen wir gleich... Nein! Nein, meine Armbrust. Egal. Oh, der hat einen Pfannkuchen als Gesicht. Das sieht aber schmackhaft aus. Ein Glück, Simmer. Simmer gesundheitlich ganz gut dargestellt. Au. Will mich trotzdem nicht so oft hauen lassen. Oh, zwei Gegenstandsrezepte bekommen. Ein einfacher Kompass. So einfach finde ich es gar nicht mit dem. Was ist denn das? Ein Pfeil. Können wir gern aufheben. Noch ein Pfeil. Boah, die Kurzschwerter kann der Erdboden behalten. Glas. Eine neue Ressource. Haben sie das Spiel mal abgedatet, während ich nicht da war? Oder Glas gab es schon immer? Keine Ahnung. Nein, mein Inventar ist voll. Was war denn drin? Weizenkorn. Sechsmal. Kurzschwert. Ist das ein neuer Armbrust? Ach nee, hier hinten. Hier hinten wäre es gewesen. Na, schauen wir mal ins Inventar. Stimmt, wir haben dieses Weichholz, was interessanterweise eine stärkere Axt erfordert. Das ist auch etwas jo, seltsam. Nennen wir es mal seltsam. So, können wir irgendwas verschieben oder aussortieren? Zumindest hier die Himbeeren könnte ich doch einfach mal schnabulieren. Ja, alle fünf. Das tut den Herzen und dem Hunger gut. Und vor allem dem Inventarplatz. Ein Platz mehr. Nein, rüste doch das Schwert aus. Hau ihn doch nicht einfach so. Oh, wir können sogar Jagddolche jetzt machen. Na, da habe ich aber einiges verpasst. Wir schauen nochmal ins Inventar. Schwert haben wir noch einen Ersatz. Können wir irgendwas decken? Wäre auch schön, wenn man das hier irgendwie autosortieren könnte, aber anscheinend nicht. Die Milch können wir doch noch trinken, hier damit. Es war anscheinend ein Sonnenuntergang oder ein extrem schneller Tag. Nee, ich würde eher drauf tippen, dass es Sonnenuntergang war. Jetzt sehe ich nichts mehr, aber wir sind auch nicht mehr wirklich in der Wüste. Gut. Da müssen wir die wiederfinden. So weit war die ja nicht entfernt. Da ist sie ja. Die Geysire erkenne ich doch überall. Hatte ich nicht mal einen Begleiter? Eine Begleiterin? Ich glaube, die macht im Camp Pause. Da weiß ich auch nicht, was ich tun kann, um die gerade zurückzuholen. Die Kakteen leuchten so schön. War das schon immer so? Dass sie so blau glitzern. Ist schön, dass die Skelette hier aufhalten. Und die Piraten- oder Cowboy-Skelette. Die Desperados. Au, 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 au. Ihr macht ja Schaden. Hört auf damit. Ein Glück habe ich so viele Talismane. Da habt ihr keine Chance dagegen. So. Die Knochen und vor allem das Sprengfass nehme ich natürlich gerne an mich.
So, und ich war der festen Überzeugung, wir müssen hier noch eine andere Ressource finden, damit wir das Dorf upgraden können, beziehungsweise eine Spitzhacke, beziehungsweise Ressourcen abbauen, damit wir eine bessere Ausrüstung machen können, damit wir Weichholz kriegen und damit was machen. Oh, war ich hier schon? Das sieht so zerstört und geplündert aus. Ein altertümlicher Kamin, das ist schön. Ordentlich auf die Vasen draufhauen. Na, vielleicht nicht mit dem Schwert. Aufsammeln. Achso, das ist ja nur die Kiste, die ich werfen kann. Da war ja nie so wirklich was Wertvolles drin. Oh, ist das nicht schön. So eine kleine Wassertrinke aus Lego-Elementen. Das ist eine großartige Idee, wie ich finde. So zurück in die Wüste und hoffen, dass es bald Tag wird, damit wir dieses schöne Harz finden. Wenn es denn so heißt. Es sollte auf jeden Fall bernsteinfarben glitzern gesehen, habe ich schon mal. Abgebaut habe ich das allerdings noch nie. Wieso kommt so komische Musik auf einmal? Oh, ist das ein... Ich glaube, das ist so ein fetter Dinosaurier. Dem wollen wir ausweichen. Dagegen bin ich machtlos. Ich komme ja nicht mal gegen den Gras-Dino an im Moment. Zumindest nicht mit meiner Ausrüstung und mit meinem Skill-Level. Komm schon, ich dachte, hier wären überall die wertvollen Ressourcen. Na, da sind zumindest Kürbisse. Wenn das nicht wertvoll ist, weiß ich auch nicht. So, hier ist noch ein kleines Haus mit nichts. Geht in die Luft. Ja! So habe ich mir das vorgestellt. Und her mit den Ranken und mit dem Holz. Es ranken sich viele Gerüchte, was man damit machen kann. In der Basis können wir die bestimmt wieder verwerten. Die sind, glaube ich, irgendwann der letzte ausgegangen. Mensch, ich bin schon wieder raus aus der Wüste. Wieso verfehle ich die denn heute so sehr? Boah, Knochen haben wir allmählich genug. Okay, dann gehen wir mal vielleicht mehr in die richtige Richtung. Aber ich hoffe echt, dass demnächst Tag wird. Ich sehe ja gar nichts mehr. Sehe die Wüste vor lauter Skeletten nicht. Können natürlich auch mal auf den Geysir drauf. Dann fliegt mal wieder schön, kriegen schöne Aussicht. Da hinten ist auf jeden Fall ein La... Ne? Das ist aber unfair. Vergrabt ihr euch? Ah, weil Tag wird. Tja. Glück für mich, Pech für euch. Kriegt ihr nichts von meinem schönen Lego-Fleisch? Was ist denn da hinten? Da leuchtet es auch so. Achso, das ist auch nur eine Lagerstätte. Nein, sprinten ist nicht möglich, weil ich zu fett bin. So, dann wollen wir aber hier mal ordentlich Kürbisse noch essen. Dann geht's mit der Gesundheit auch wieder nach oben. Auch hier ist sowas Verlassenes. Vielleicht sind wir da vorbeigekommen. Das hat auch so einen schönen Kaminofen in der Mitte. Vielleicht erinnere ich mich einfach nicht dran. So, jetzt gehen wir nochmal hier auf den Geysir zu. Hui! Ein Glück gibt es keinen Fallschaden. Vielleicht finden wir ja eine Höhle oder sowas. Das wird uns auch auf der Karte angezeigt. Irgendwie müssen wir hier eine Ressource finden. Bin mir fast sicher. Bin ja nicht ohne Grund in die Wüste gegangen. Irgendwas werde ich mir dabei gedacht haben. Ich weiß zwar nicht mehr was, aber wir werden es finden. Da ist er doch. Hier, diese komischen Steinchen an diesen Felsen. Ich glaube, das ist genau das, weswegen ich hier bin. Wir bauen uns da mal hoch und schauen mal, was damit los ist. Baumenü, wie ging das nochmal? Nee, ich will eine freistehende Leiter. Seit wann haben wir denn Briefkästen im Spiel? Ja genau, einfach so eine Leiter. Sag mir nicht, ich habe nicht genügend Ressourcen. Oh, das hört sich schon wieder so wolfig an hinter mir. Ja. Ich muss es doch erst platzieren. Na gut, dann hau mal dem Wolf zuerst aufs Maul. Au. Nicht du mir, ich dir. Obwohl, wir können, glaube ich, auch den Geysir nach oben nehmen. Dann brauchen wir gar keine Leiter. Und ich habe mir hier schon Sorgen gemacht. Ich hoffe, das geht so, dass man die Richtung in etwa... Nein! Ich bin echt zu schwer. Hätte ich doch die Kürbisse nicht gegessen. Na gut, jetzt muss man einen Weg finden. Ich schätze, ich würde halt gern oben anfangen. Ja, das war halb gut. Das ist doch schön.
Komm schon, snap! Wieso snapst du nicht da, wo du hin sollst? Das ist jetzt dämlich. Bin ich blöd im Sitzen? Weil das ist ungefähr das, was ich wollte. Na, jetzt snappt das hier unten nicht, dann bringt es hier fast gar nichts. Wir können das natürlich so versuchen. Und so müssen wir ein bisschen hüpfen. Das klappt schon. Ist jetzt nicht ideal, sieht scheiße aus. Ah, wahrscheinlich wegen der Felswand. Nein! Das war nicht ganz das Richtige. Ich habe gerade... Na, vielleicht hier nochmal ein bisschen eine Schicht runter. Ein Pfeil mal zumindest nicht. Ah, sieht auch furchtbar aus. Hui! Ja, die Treppe ist das Problem. Kann ich die einfach kaputt machen? Das ist die falsche. Nehmen wir mal die bloßen Hände. Macht auch viel mehr Schaden. So, aber da will ich jetzt trotzdem hoch. So, das sieht doch besser aus. Nein, snap doch. Und ich meine diesmal nicht auf Snapchat. So, gibt's das überhaupt noch? Ich glaube schon. So, funktioniert das? Ja, genau deshalb sind wir hier. Ein Glück ist Tag geworden. Roher Bernstein. Na gut, dann war es kein Harz, dann war es tatsächlich Bernstein. Sieht zwar ein bisschen glitschiger aus als Bernstein, so wie ich ihn kenne, aber was weiß ich schon. Schön, schön in die Gefängnisbrieftasche damit. Ah, ich kann die Spitzhacke auch einfach halten. Nein, fall doch nicht runter. Meine wertvollen Ressourcen. Na gut, wollen wir erstmal hier weiter abbauen. Mensch, meine Spitzhacke hat nicht mehr viel Leben. Das gefällt mir aber überhaupt nicht. So, ihr kommt schön mit mir nach Hause. Komm schon. Kann doch nicht sein, dass du jetzt nicht springen magst. Ich weiß nicht, ob ich eine Ersatzspitzhacke habe. Das wird gleich eventuell schmerzhaft für mich. Mist. Und Spitzhacke haben wir tatsächlich nicht. Ach komm, wegen dem... Ah! Zwei Schläge mehr hätten es doch getan. Na gut, vielleicht reicht das ja für etwas. Ich würde sagen, wir verdünnisieren uns hier und gehen mal zurück ins Camp. Das ist ja nicht weit entfernt. Einfach geradeaus über den Fluss, wenn ich meiner Kartenmarkierung vertrauen kann. Und ich bin mal so frei, der zu vertrauen. Wir können natürlich noch zwei Sachen auswählen. Vielleicht ein bisschen was zu essen, das kann nicht schaden. Heute habe ich sehr viel Hunger. Ja. Und Herzchen sind auch ausgefüllt. So. Nein, ich wollte doch ausweichen. Ich habe gerade meine Herzchen ausgefüllt, du Arsch. Nicht beißen. Nicht beißen. Und nicht wegrollen. Kann ich gar nicht leiden. Sandpanzer für mich. Sehr schön. Da oben ist ja auch ein bisschen Bernstein. Hätten wir gar nicht so weit. Mir ist warm. Tja, das ist Pech. Ich kann eine Chilischote essen, aber das hilft wahrscheinlich nicht wirklich. Dann wollen wir uns schnell mal ins Grasland verziehen. Aber nicht ohne zu kämpfen. Ja, ist ja gut. Ist die AI schlauer geworden oder bin ich einfach schlechter geworden? Oh, seht euch mal an, wie meine Herzchen sinken. Liegt es an der Wärme oder nur am Kämpfen? Ich will es nicht rausfinden. Schnell ins Grasland. Oh, das sind so explodierende Teile. Nee, das liegt definitiv an der Wärme. Oh, Vulkanschnecke. Vulkanschnecke. Au. Oh, es explodiert. Dann nehmen wir doch den Explosionskern mit. Und jetzt heilen wir uns erstmal ein bisschen. Und dann würde ich sagen, Schwert ins Inventar. Das sieht doch gut aus. Glücksbringer... DE... Na gut, das muss man nachher mal rausfinden, was das denn eigentlich heißt. Reflexionsglück... So viele neue Glücksbringer. Das ist ja schön. So, erstmal die Kürbisse und natürlich auch die Ranken einsammeln. Das geht gerade nicht mehr automatisch, da bin ich etwas irritiert. Da muss ich explizit draufdrücken. Lass die Hühnchen in Ruhe, du Wolf. Mit dir nehme ich es gleich auch auf. So, Panzer, ich begrüße Sie. Au.
ja mit dem ganzen Zeug. So, und dann schauen wir mal. Einfach hier den Weg lang. Sollte ja zum Dorf führen. Einfach um den See hier links. Nichts einfacher als das. Da ist es ja schon. Sieht von hier ein bisschen schlecht aus. Das rendert gerade nicht. Also zumindest meine epische Hütte wird nicht wirklich angezeigt. Das ist schade. Da könnten sie das irgendwie noch optimieren. Aber so langsam nimmt sie Form an. Vielleicht schauen wir erst hin, sobald wir da sind. Von Spinnen habe ich heute echt die Schnauze voll. Da brauche ich keine weitere Gesellschaft. Apropos Gesellschaft, wir holen uns auf jeden Fall einen Begleiter oder eine Begleiterin. Die hält uns mal den ganzen Pöbel vom Hals. Und was will ich mehr? Wieso habe ich denn jetzt eigentlich zwei orangene Herzchen? Das ist mir neu. Vielleicht habe ich die mir angefressen. Das kann natürlich sein. So, sprinten nicht möglich. Na gut. Wo sind denn meine fleißigen Dorfbewohner? Da ist ein Beefboss. Mit dem wollen wir heute kein Beef. Da ist eine Katze. Tabby. Verrate ich niemanden. Aber ich habe gerade keine Arbeit. Oh je, eine Arbeitslose. Lass uns über Jobs reden. Gehen wir auf Erkundung. Na gut, dann gehen wir mit der Miezekatze auf Erkundung. Wo ist denn eigentlich meine andere? Was kann ich hier machen? Dorf, 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 Level 8. Dorf aufwerten, was braucht man? Rohr, nein, wir hätten zwei Bernstein mehr gebraucht. Marmortafeln sind nicht das Problem. Ah, her erstmal mit dem Zeug. Das Glas können wir da rein, dann geht man die Marmortafel schon ab. Kann man das überhaupt? Nee, das muss ich dann machen. Tja, so ein Pech. Dann sortieren wir mal kurz. Was kommt da rein? Anscheinend Fleisch jeglicher Geschmacksrichtung und Essen. Mais zählt in dem Fall als Essen. Scharfe Chilis auch. Feder nicht unbedingt. Der Rest sieht auch nicht nach was Essbarem aus. Außer vielleicht die Kürbisse, die können wir von mir aus auch ablegen. Das sieht schon ziemlich voll aus. Das Wolfsgebiss können wir auf jeden Fall reintun. Ich glaube, wir können uns tatsächlich auch bald einen Wolf selber aus den Grundmaterialien zusammenbauen. Also genügend Zähne für zwei, drei Wölfe hätten wir auf jeden Fall schon in der Truhe. Das könnte auch ein schönes Hobby hier werden. So, Panzer habe ich auch zwei eingesammelt. Davon und ein paar davon. Da haben wir ja wieder Inventarplatz bekommen. So, irgendwo müssen die Ranken sein. Von mir aus gerne auch erstmal hier Wolle. Was ist das eigentlich? Wolle und Seide. Achso. So rum war das. Die Marmortafel nehmen wir weg. Das ist wertvoll. Das lassen wir hier. Wolfskralle. Keine Ahnung. Steckst dir sonst wohin, Spiel? Nee. Das ist ja auch Essen. Ungegrilltes Essen. Knochen. Keine Ahnung. Die tun wir mal dazu. Bringt ja auch nichts. So, dann schauen wir mal, was hier ist. Ach, da wären Aussprengdinger gewesen. Naja, das Weichholz kommt auf jeden Fall mal da rein. Das brauchen wir später. Und hier ist ja noch allerlei Mist drin. Können wir Mist dazulegen. Die Ranken auch. Und dann auch noch hier dieser Explosionskern. Dann müssen wir nur noch rausfinden, wie man wieder Spitzhacken macht. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Backup in meiner schönen Hütte. Das kann natürlich auch ein mächtiger Irrtum sein. Ne, da habe ich noch gar keine Kiste. Na gut. Ah, geh mir doch aus dem Weg, du Kätzchen. Du brauchst übrigens auch ein Schwert, nehme ich mal an. Eine Banane! Charlie! Charlie sieht dich an. Wie um zu sagen, ich bin Charlie. Wie schön, dich zu treffen. Fortfahren. Bla bla bla. Bleib doch in meinem Dorf. Charlie winkt. Lebe in meinem Dorf. Nein. Dorflevel zu niedrig. Mist. Nein. Ich brauche unbedingt diesen neuen Bärenstein und dafür brauche ich eine Spitzhacke. Werkbank. Spitzhacke. Knochen. Oh je, wo soll ich nur Knochen herbekommen? Ich weiß es ja nicht. Vielleicht aus meiner Knochenkiste. Das sollte reichen. Dann machen wir mal zwei Spitzhacken und schnell in die Wüste. Herstellen. Nein, Knochenwurzelstäbe sind aus.
Habe ich echt keine anderen mehr? Das nehmen wir mal mit. Rezept ändern und du brauchst ja einen Höhlenbesuch, so wie es aussieht. Das kann doch nicht sein. Wir müssen das irgendwo vorrätig haben. Da nicht. Da nicht. Da auch nicht. Da hätten wir aber ein Schwert, das wir unserer Begleiterin andrehen können. Da auch nicht. Menschen, die tatsächlich ausgegangen. Das kann doch fast nicht sein. War ich so am Ressourcen verbrennt? Na gut. Tabby kriegt ja bla bla bla. Hier, nimm ein Langschwert. Oh, passt. Hoffentlich wird es dir gute Dienste leisten. Jetzt schnell zurück in die Wüste. Es wird aber schon wieder dunkel. Komm, die Dorfaufwertung kriegt mal hin. Ich brauche nur noch 2 Bernstein und dann Hammers. Ja, die Fackel habe ich jetzt auch ausgerüstet. Könnte ich auch mal wegtun, aber wie gesagt, wird wieder dunkel, dann behalten wir es lieber. Kommt Tabby mit? Ja. Ich hätte lieber die Banane als Begleiter. Begleiter oder Begleiterin. Begleitende gelbe Südfrucht? Keine Ahnung. Okay, der Panzer will nicht raus. Jetzt will er rauskommen. Tabby, hau mir aufs Maul. Du bist eine gefährliche Miezekatze. So. Aber jetzt wirklich ohne Umschweife die 2 Bernstein holen. Glaubt, der Berg direkt vor uns hatte auch welche. Das ist erstmal unser Ziel. Da müssen wir uns wieder irgendwie hochsprengen. Oder sonstig hochbauen. Oh, jetzt fängt es auch noch an zu regnen. Na, da habe ich einen Wolf gehört. Wenn ich mich nicht verhört habe. Ist egal. Wir sind fokussiert. Ja, da ist Bernstein. Da klebt es schon so schön an der Felswand. Muss ich nur noch schauen, wie ich da am effektivsten raufkomme. Hochbauen ist immer eine Option. Hätten wir denn genügend Ressourcen dabei? Ich denke mal, das haben wir. Ich bin gleich wieder da. So, da haben meine Haustiere kurz Mist gebaut. Da musste ich kurz eingreifen. Es ist Tag geworden in der Zwischenzeit. Das ist schön. Na, wer schreit denn da? Wir müssen einfach noch hier rauf, um unseren Bernstein zu erhalten. Umrunden hat jetzt nicht wirklich was gebracht. Ich sehe noch keinen besseren Weg. Dann müssen wir uns am besten nach oben bauen. Holz sollten wir ja ein bisschen was zumindest haben. Ja, das Hühnchen kann uns im Moment nichts anhaben. Da sind wir relativ sicher. Denke ich zumindest. Nein, wie baue ich denn heute? So, dann Kürbis rauswerfen. Und doch nicht mit dem Schwert, das war teuer. So. Jetzt aber genau zielen. Wie beim Pinkeln. Da sollte man lieber 2-mal zielen, bevor man daneben trifft. Ein anderes Objekt ist im Weg. Das ist mir doch egal. Muss damit klarkommen, Spiel. Komm schon, die Collider sind doch nervig. Ja, fast. Fast. Wir haben's doch fast. Komm schon. Du bist doch teilweise grün. Das muss reichen. Das muss reichen. So, und dann noch eine hier hin. Und dann, was sehen meine Äuglein hier? Wände voller Bernstein. Und 2 Stück reichen ja schon. Ja, du hast keine Spitzhacke. Du kriegst im Moment auch keine. Das Schwert muss dir reichen. Die Ressourcenarbeit hier, das kann ich schon erledigen. So. Und gebt mir alles, was ihr habt. Na, das sieht aber so aus, als ob das auf den Nacken geht, wenn der das länger machen würde. Ein Glück ist es jetzt vorbei. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Ich wollte die Ressource aufsammeln. Ist da noch irgendwas Schönes? Ach, hier ist ein Geysir drauf. Aber hier sind noch 2 Bernsteinquellchen. Die wollen wir natürlich als erstes abbauen. Und dann würde ich sagen, geht schon direkt zurück ins Dorf. Aber vielleicht macht man einen Abstecher auf den Gipfel des Berges. Gibt hier keinen Fallschaden. Dann kann man das ruhig machen. Ach, du hast doch eine Spitzhacke. Ja, wahrscheinlich keine. Ja, ich will doch nicht mit dir reden. Das ist wahrscheinlich keine Spitzhacke, die gut genug ist für Bernstein. So.
Dann wollen wir hier uns richtig rauf platzieren. Hui! Oh, da haben wir noch mehr. Den müssen wir praktisch mitnehmen. Wenn der uns so in die Arme fällt, haben wir keine andere Wahl. Und vielleicht brauchen wir Bernstein ja für eine bessere Spitzhacke. Wer weiß das schon. Ja, da wunderst du dich, wie ich das wieder mache. Hui! Na, von hier oben hat man aber gar keine schlechte Aussicht. Hier wird sich doch auch so ein Außenposten, Wachposten lohnen. Sieht doch ganz schön aus. So, jetzt aber ohne... Oh, ich habe zu viel versprochen. Die drei machen wir noch und dann geht's zurück. Wenn wir schon hier sind, dann können wir die Zeit natürlich auch nutzen. Wäre ja albern, wenn wir das nicht machen würden. Spitzhacke ist eh gleich wieder kaputt. Na, die kriegt man noch platt, aber mit dem nächsten wird es schwer. Nein. Nein, ich möchte nicht mit dir reden. Du bist da zum Kämpfen, nicht zur Unterhaltung. Ja, das wird wieder so frustrierend knapp nicht reichen. Na, ich sollte nicht so pessimistisch sein. Ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Wir haben genug geredet. Hui, beinahe einen stacheligen Hintern bekommen. Oh, wir haben schon wieder Hunger. Wie ist das passiert? Achso, ich habe ja die ganze Nacht gewartet und habe meine Kaninchen gejagt. Dass die unterm Bett vorkommen. Da sollten sie eigentlich gar nicht hin. Das ist mit Gittern abgeschränkt. Aber die sind überraschend intelligent. Und wendig und klein. Kriegt man nicht gut zu fassen. Aber ansonsten geht's ihnen gut. Hab sie gerade auf den Balkon gesperrt, damit ich die Folge in Ruhe zu Ende machen kann. Da haben sie Heu. War vielleicht nicht so klug, die frei rumlaufen zu lassen, während ich eine Episode mache. Obwohl das meistens relativ gut geht. Naja, egal. Wir haben es hinbekommen, wir haben uns wieder sortiert. Und jetzt wollen wir noch das Dorf upgraden. Diesmal haben wir ja alle Ressourcen dabei. Renn doch, renn um dein Leben. Nee, nicht unbedingt um dein Leben, aber ein bisschen schneller wäre tatsächlich schön. Ich dachte, es gibt hier auch Flugmaschinen oder zumindest so Propellerbauten, wo wir uns dann hier per Hubschrappschrapp bewegen können. Irgendwie sowas. Da muss ich mich aber nochmal informieren. Oh, eine Ranke, die nehme ich natürlich dankend an. So, war ich klug genug, die Marmortafeln im Inventar zu behalten? Ja. Na gut, dann müssen wir einfach zu dem komisch aussehenden Biber im Dorfzentrum. Ist, glaubt, ein Biber. Keine Ahnung, was das ist. Sieht komisch aus. Ich würde sagen, das ist ein Biber. Irgendwie. Dorf aufwerten. Und Dorf aufwerten. Wuhu. Ein braunes Schneidebrett haben wir bekommen. Ist das nicht schön? So, und jetzt will ich aber, dass die Banane bei mir schläft. Wo ist sie denn hin? Ist sie schon weggegangen? Bananenfreund, Charlie. Shit. Die ist tatsächlich weg. Ich sehe sie zumindest hier nicht mehr. Ach, wird auch wiederkommen. Na gut, dann denke ich, wir sind am Ende der Episode angekommen. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.